Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. All diejenigen, die mich schon länger verfolgen, wissen, dass ich eine der ersten, also zu den einen der ersten YouTubern gehöre. Sprich 2010 und leider immer wieder Breaks bei mir gab und ich aufgehört habe und jetzt möchte ich wieder voll durchstarten. Für die mich noch nicht kennen, ich bin Narme. Wird ein bisschen schwer ausgesprochen, deswegen nennen mich die meisten Nagi, so kennt man mich. Und ich versuche hier einfach mal ein Style and Talk mit euch zu machen, was mir sehr schwer gefallen ist, muss ich sagen. Es war nicht so einfach, das hinzubekommen, vor allem meine Kamera immer wieder sich ausgeschaltet hat und ich immer wieder Breaks dazwischen hatte, dann sich das Ganze irgendwie voll in die Länge gezogen hat, glaube ich. Also ich muss da, es tut mir echt leid, aber ich muss da wirklich ein bisschen von schneiden. Und ich muss eine kleine Info dazu geben. Als ich beim ersten Break quasi mir meinen ersten Teil nochmal angeguckt habe, ist mir aufgefallen, wie versteift ich war und ich wie so ein Eisbrocken saß. Und es kam alles so total tot rüber und als hätte ich keinen Spaß dran, was ich gerade mache oder so. Aber ich glaube, das lag einfach daran, dass ich mich erstmal einsprechen musste, und um zu gucken, wie ich das mache und so. Und deswegen, also das Eis schmilzt noch und dieser Eisbrocken wird dann, ich sage mal, zu einer Landschaft. Naja, auf jeden Fall, es ist nicht so langweilig wie am Anfang. Von den 5 Minuten oder so. Ich bin nicht so halb verbissen, trocken, wie ich rüberkomme. Die meisten kennen das eigentlich schon, dass ich nicht so bin. Aber falls ihr neu eingeschaltet habt, bleibt bitte dran. Es ändert sich im Laufe des Videos auf jeden Fall noch. Und in diesem Style and Talk habe ich einfach versucht, ein bisschen über mich zu erzählen. Woher ich, quasi wie ich angefangen habe, warum ich aufgehört habe und warum ich jetzt wieder da bin und dass ich nicht mehr aufhören möchte. Und habe dabei diesen Look hier geschminkt. Das ist so einer meiner liebsten Looks gewesen in letzter Zeit. Bin dann öfter so rausgegangen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es von den Farben her rüberkommt. Die Einstellungen waren für mich sehr schwer einzustellen. Und daher, ne, also falls es so aussieht, als hätte ich in den Farbkasten gefasst. Ne? Also entschuldigt mal bitte. Ansonsten viel Spaß beim Video gucken. Lasst mir bitte Kommentare da, lasst mir bitte ein Feedback da und ich würde mich super über die neuen Abonnenten freuen. Und ein herzliches Dank nochmal an die ganzen treuen Zuschauer bis jetzt, die mich ganz fleißig auf Instagram folgen und so weiter. Ja, viel Spaß dann jetzt und jo, bis zum nächsten Mal. Gut, fangen wir mal mit dieser nackten Tatsache hier an und hauchen wir uns mal ein bisschen Leben wieder ein. Ja, das ist alles nicht so einfach für mich. Ich fange jetzt mal mit dem Primer an, am besten. Und zwar logischerweise, ne? Also klatsche ich mir das bestimmt nicht, nachdem ich die Foundation drauf gemacht habe. Und zwar habe ich hier Benefit The Professional Matte Rescue. Das benutze ich eigentlich immer an meiner Stirn und auf meiner Nase, also quasi meine T-Zone. Ich schwitze da nämlich enorm viel und das hilft wirklich dagegen, es noch lange matt zu halten und dass mir die Foundation nicht wegrutscht. Und an der Nase habe ich das Problem, dass mir die meisten Foundations und so nicht halten. Und jetzt soll es halten. Ich habe übrigens meinen Spiegel hier und werde da immer wieder reingucken. Und im Gesicht, also im restlichen Gesicht, benutze ich immer was anderes. Ich habe mir jetzt neu den Smashbox Photo Finish Radiance Primer geholt gehabt. Finde ich ganz okay. Ich bin noch am Ausprobieren und Testen. Ja, was kann ich dann euch so ein bisschen über mich erzählen? Erstmal vielen, vielen lieben Dank an all die treuen Zuschauer, die mich schon von Anbeginn der Zeit, sage ich mal, verfolgen und nie die Hoffnung aufgegeben haben, dass ich jemals wieder zurückkomme. Und natürlich herzlich willkommen an all die anderen, die jetzt mit neu reinschalten. Ich gehöre eigentlich zu der First Generation von YouTube. Ich habe damals 2010 war das angefangen und habe dann immer wieder leider unterbrochen und dann wieder angefangen, unterbrochen. Die Gründe dafür waren halt einfach Privates, Gesundheitliches und Arbeit. Und zwischendurch, muss ich sagen, habe ich so ein bisschen bereut, dass ich meine, das Gesundheitliche, dafür kann ich ja nichts.
unser Lieblingsei, der schon sehr mitgenommen aussieht. Luminous Silk Foundation von Giorgio Armani. Ich mische mir immer zwei Farben zusammen, weil irgendwie passen die Farben nicht so richtig. Sehr ärgerlich, sehr teuer. Das neigt sich jetzt langsam auf dem Ende, wie man hört. Oh Mann, komm schon, noch ein einziges Mal, bitte. Okay, da muss ich wohl von der helleren Farbe ein bisschen mehr nehmen. Das nicht erschrecken dann lassen, wenn es ein bisschen zu hell geworden ist. Eine dunkle Farbe ist mir gerade alle gegangen. Ja, und das mische ich dann auf so eine Metallmischplatte, was auch immer. Ihr könnt dafür auch Glas nehmen oder so. Aber das sieht nach wenig aus, ey. Hm. Ja, auf jeden Fall habe ich damals angefangen und leider immer wieder aufgehört. Und ja, ich bereue es wirklich, dass ich zwischendurch aufgehört habe oder beziehungsweise überhaupt jemals aufgehört habe. Denn wer weiß, wo ich jetzt wäre, ne? Wenn ich mir dann die ganzen Leute aus der Zeit angucke. Sieht natürlich gerade voll sexy aus. Und dann denkt man sich so, ich will immer da reingucken und mich quasi schminken, aber das ist ja viel zu weit weg für mich, da sehe ich ja gar nichts. Ja, ich habe dann immer wieder aufgehört, privat, dass er halt einfach sehr viel Probleme hatte, dann war es nicht mehr möglich für mich zu filmen. Gesundheitlich hat mich sehr mitgenommen, eine Zeit lang ging gar nicht. Dann war alles wieder gut, habe ich angefangen wieder zu arbeiten und ja. Die Arbeit, die ich angefangen habe, war als Selbstständige, als Make-up-Artist, war halt viel zu tun, musste auch viel lernen und dementsprechend hatte ich keine Zeit mehr zum Drehen. Ja. Danach gab es, glaube ich, wieder, kam ich wieder, dann gab es wieder einen Break. Der Break war auch wieder wegen Arbeit und weil ich einfach glaube, es lag einfach daran, dass ich nicht quasi drehen durfte oder halt auch immer irgendwas posten mit Produkten und so weiter. Oh, diese Foundation, ich hätte mir mal eine andere holen sollen, ey, die hier wird gerade nicht reichen. Ich muss mal anders machen. Seht ihr, da ist immer noch so viel drin in diesen Flaschen, auch wenn der Pumpflakon nicht mehr mitmacht, ist immer noch sehr viel drin. Ja, dann habe ich gekündigt. War auch einer der Gründe, weil ich unbedingt mit YouTube anfangen wollte. Habe mich natürlich dann wieder selbstständig gemacht. Ja, jetzt habe ich das eineinhalb Jahre vor mir hergezogen, aber so richtig. Und habe mich nicht so ganz getraut, anzufangen, wieder zu drehen. Weil einfach ich Angst hatte. Ich gebe es zu, ich habe Angst gehabt, meine Bedenken gehabt. Wenn ich überlege, wie viele neue YouTuber mittlerweile gekommen sind, wie viele erfolgreiche einfach, das ist der Wahnsinn, was sie erreicht haben, ja, habe ich mich einfach nicht getraut. Ich habe es immer wieder von mir hergeschoben und dachte so, oh, komm, nee, lass mal, und habe immer Panikattacken gehabt. Und die Familie hat auch schon Stress gemacht, also im Positiven, die wollten unbedingt, dass ich anfange, die wussten einfach, dass ich meinen Schweinehund nicht überwinden kann. Ja. So viel dazu. Ja, bin eigentlich vom Beruf Informatikerin, aber habe dann gewechselt zum Make-up-Artist. Passt ja voll, ne? Ja, ich glaube, dass die Foundation ist das gut eingearbeitet. Ihr seht schon, also es ist ein bisschen schwer für mich jetzt gerade, da die Routine reinzukriegen. Als nächstes nehme ich Concealer. Klatschi, klatschi, nicht zu wenig. Schön drauf. Ja, und ich möchte jetzt einfach wieder mit YouTube anfangen. Ich habe mir da einfach meinen inneren Schweinehund überwunden. Und ziehe das jetzt einfach straight durch. Und ich hoffe, ich kann auf eure Unterstützung setzen. Und wir schaffen es gemeinsam. Touché klar, ne? Also der muss bei mir immer sein. Ich habe schon so vieles anderes ausprobiert. Und irgendwie hat mir das nicht gefallen. Das gefällt mir immer noch am besten. Ihr seht, ich bin das ziemlich wuckizucki mit Aussagen und so. Wahrscheinlich hat kein richtiges Tutorial gerade. Wollen wir nicht so pingelig sein, okay? Ich werde versuchen, so viel auf eure Wünsche wie möglich einzugehen.
habe mich jetzt auch für dieses Style and Talk entschieden, weil es so eine Mischung aus allem ist, irgendwie Tutorial, halt Style and Talk, also mehr über mein, also ein Update über mein Leben und so weiter. Ein Question and Answer wollten auch einige haben und leider kamen keine Fragen. Ich habe darum gebeten, dass man mir Fragen stellt auf Instagram und auf Snapchat, aber irgendwie kamen keine Fragen. Und jetzt nehmen wir unseren Salzstreuer, beziehungsweise ich habe den jetzt umgefüllt. Ihr kennt ja RCMA, No Color Powder, glaube ich, heißt es oder so. Ich habe mir das jetzt hier so reingemacht. Das ist von Rocher der Behälter gewesen. Und sette mal eben schnell meinen Concealer, bevor der anfängt zu creasen. Der creast nämlich ziemlich schnell bei mir. Was kann ich denn euch noch erzählen? Also, dass ich Make-up-Artist bin, wisst ihr ja schon. Bin umgezogen letztes Jahr. Bin vorher Bremerin gewesen, jetzt lebe ich in Niedersachsen. Naja, aber nicht so weit weg von Bremen, ne? Und ich werde mein Bestes geben, nicht wieder abzutauchen. Nein, ich werde gar nicht mehr abtauchen, das ist nicht geplant. Auf keinen Fall. Ich habe mir jetzt fest vorgenommen, das jetzt straight durchzuziehen und hoffe natürlich auf eure Unterstützung. Habe mir eben gerade eine neue Packung aufgemacht von meinem Liebling Konturen Stick, und zwar der von Benefit der Hoola. Ihr müsst aber voll aufpassen, weil der neigt leider dazu durchzubrechen. Mein alter ist schon tausendmal immer wieder abgebrochen an mehreren Stellen. Und der war jetzt nicht mehr so schön hier im Video zu zeigen. Jetzt habe ich den neuen einfach mal genommen. Und fangen wir an zu konturieren. Oh, eigentlich ist das jetzt die falsche Reihenfolge, fällt mir gerade auf. Ich mache normalerweise meine Augenbrauen. Okay, wir machen jetzt erstmal das hier. Und dann machen wir die Augenbrauen. Das mache ich in letzter Zeit sehr oft bei mir. Ich habe leider sehr viel an Gesicht zugenommen. Das ist euch bestimmt aufgefallen. Ich finde, das sieht man im Gesicht. Und deswegen muss die Kieferpartie mit konturiert werden. Das sieht aber jetzt echt intensiv aus in der Kamera, finde ich. Naja, ich habe aber die Einstellungen und so weiter auch noch nicht so wirklich drauf. Es ist eine Tortur für mich gewesen, hier die richtige Einstellung zu machen. Ja, und es ist wichtig, dass ihr es immer alles gut verblendet, dass man dann keinen Rand sieht. Ich werde natürlich noch versuchen, die Kameraeinstellungen und so ein bisschen auszubessern. Sagt, wenn irgendwas nicht richtig ist, was stört, keine Ahnung, vom Ton her auch. Und von den Lichtverhältnissen. Wie findet ihr eigentlich meinen Hintergrund? Ist das okay? Ich wusste nicht so ganz genau, was ich als Hintergrund nehmen soll, weil so viele jetzt immer diese ganzen Glitzer-Hintergründe und solche Sachen haben. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ich finde das auch voll schön, aber so ein bisschen unpersönlich. Ich fand gerade so jetzt so zu Beginn für mich, wenn ich jetzt wieder auf der Leinwand bin und die Leute noch gar nicht so viel von mir kennen oder wissen, ist es so ein bisschen unpersönlich, finde ich einfach. Deswegen dachte ich, ich gebe euch ein bisschen was zum Gucken, damit ihr im Hintergrund ein bisschen was Schönes zu gucken habt und so. Und ja, ich meine, das andere kann man ja immer noch machen. So. Ich bin in meinem Alltag auch gar nicht so pingelig, was Schminken und so angeht. Also mein Gesicht muss eigentlich immer flawless sein, aber im Auftrag her oder so klatsche ich mir alles drauf und versuche das zu verblenden und so weiter und nicht so viel Zeit wie möglich damit zu verbringen. Und wie gesagt, in letzter Zeit war ich ein bisschen schminkfaul. Also ich habe meine Augen gar nicht mehr so wirklich viel geschminkt. Ich habe versucht, so schöne Alltagslooks wie möglich, die schnell gehen, meistens immer aus ein oder zwei Lidschatten bestehen, rucki-zucki zu machen. Und ihr werdet es niemals glauben. Also die, die mich schon länger kennen, ne, die wissen ganz genau, ich bin eine Lash Queen gewesen. Ich bin jeden Tag mit Lashes rausgegangen. Also es ging gar nicht bei mir. Ich musste Lashes haben. Und irgendwann vom halben Jahr oder so bin ich dann... Also ich habe dann eine neue Mascara für mich entdeckt und ich finde sie mittlerweile so toll, dass ich tatsächlich auf falsche Wimpern verzichte, ne? Also im Alltag zumindest. Ich habe gar keine Lust mehr, diese falschen Wimpern zu benutzen. Es passt mir nicht mehr, dass das passiert. Die Kamera ist ausgegangen.
Keine Ahnung, sie hat einfach gestoppt und mich unterbrochen. Aber gut, dass ich es mitbekommen habe. Und zwar wollte ich mir jetzt die Augenbrauen nachzeichnen. Und zwar habe ich dafür Benefit Cabrow, die Pomade. Ich nehme auch sogar diesen Mini-Futzelpinsel. Der ist richtig gut. So, da ziehe ich mir einfach die Augenbrauen. Ja, klar, voll daneben. Das ist ungewohnt, weil das ist eigentlich nicht mein richtiger Spiegel, den ich dafür benutze. Und jetzt ist der Winkel nicht richtig. Ja, ich kann gerade nicht reden. Also, wartet eh. Oh, gehört ihr auch zu denen, die die Luft anhalten? So. Also mir gefällt dieses Produkt richtig gut. Ich benutze zwischendurch immer mal was anderes, aber komme immer wieder da zurück. Das ist übrigens die Farbe Nummer 4. Und Augenbrauen, ne? Also in letzter Zeit habe ich sie mir zerstört. Mal sind sie zu dick, mal sind sie wieder zu dünn. Also ich kriege die gar nicht mehr hin. Das liegt immer daran, dass ich meistens zu müde bin, wenn ich mich schminke und dann keine Kontaktlinsen drin habe. Und dann eigentlich die Hälfte eigentlich nicht sehe und Vergrößerungsspiegel nehme und dann hinterher dann den Spiegel drehe und dann sehe ich, oh Mist, hab wohl ein bisschen zu viel erwischt. Ja, dementsprechend verzupfe ich sie mir ständig. Ja, wenn ich so rückblickend zurückdenke, hat mir die Arbeit als Make-up-Artist sehr viel Spaß gemacht. Sonst hätte ich niemals meinen Beruf als Informatikerin aufgegeben. Wobei ich privat natürlich noch sehr gerne alles, was mit Technik und so zu tun hat. Ich muss immer die neuesten Sachen haben und ausprobieren und so weiter. Es lag mir schon immer im Blut. Dass ich halt einfach so technikbegabt bin, ne? Also das war schon immer so als klein auch schon den Computer meines Onkels schon auseinandergenommen und zusammengebaut. Aber es lag auch daran, dass er sich damit sehr gut auskannte und so. Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Ja. Aber nichtsdestotrotz habe ich gewechselt, habe mich für meine zweite Leidenschaft, nämlich die Schminkerei. Oh Mann, das war ein fetter Klotzer geworden gerade. Den müssen wir gleich verblenden. Die Schminkerei entschieden und ich bereue es nicht. Ich finde es toll. Es macht Spaß. Und selbstständig macht sowieso am meisten Spaß, weil dann kann ich selbst immer entscheiden, wie ich was mache. Und ich habe auch überlegt, ob ich nicht hier auf meinem Kanal... Oh, das sieht jetzt gerade voll... Hello, Mrs. Augenbrauen. Ich sehe nur noch Augenbrauen im Display. Dass ich ein bisschen Technik hier mit reinnehme. Was hättet ihr von so einem Nuggies Tech Talk oder so? Also ich würde gerne über Technik mit euch quatschen, euch halt die neuesten Sachen erklären und zeigen. Und da ich ein totaler Apple-Freak bin, würde ich auf jeden Fall Apple ganz viel mit da reinnehmen. Oder halt einfach diese alltäglichen Dinge, die man braucht und so, und mit denen man nicht klarkommt, ob es jetzt mit dem Handy ist oder im Computer oder so. Würde ich euch das dann gerne einfach mal erklären. Würde euch das interessieren? Würde ihr euch das angucken? Ja, dann will ich auf jeden Fall Kochvideos mit reinnehmen. Ich koche ganz gerne. Und experimentiere auch sehr viel. Also ich bin nicht so eigentlich der Typ, der mit Rezepten kocht. Ich koche nach Gefühl. Ich gucke nach Rezepten, meistens auf Pinterest oder auf YouTube. Aber lass mich eigentlich nur inspirieren. Ich merke mir auch gar nicht so viel. Ich lass mich wirklich nur inspirieren und dann haue ich dann selber alles da rein. Und dann schmeckt es meistens. Hey, Augenbrauen. Ja, jetzt wird das Ganze im Gesicht mal gesettet hier. MAC Mineralize Skin Finish in Medium. Weil ich ja dieses Creme-Produkt benutzt habe, von Benefit. Und wenn ich jetzt direkt mit meinem Konturpuder, mit meinem Bronzer rübergehen würde, hatte ich ja voll die Flecken im Gesicht. Das sammelt sich hier bei mir sowieso immer voll komisch an. Egal was ich mache, ist die Seite nie so richtig flawless. Sondern immer ein bisschen fleckig. Kann ich auch nichts für. Jetzt nehmen wir mal Konturbude.
Das ist der hier von MAC. Fragt mich nicht, wie der heißt. I don't know. Ich schreibe euch natürlich alles hier, ne, in die Infobox da unten. Und gehe hier ein bisschen meine Kontur nach. Aber nur ein kleines bisschen. Ja, und was die ganzen anderen YouTuber angeht, ne? Also es gibt ja viele, die damals mit mir angefangen haben, nach mir angekommen sind, kurz danach und so. Die haben es echt weit geschafft, muss ich sagen. Respekt. Finde ich richtig toll. Aber mein absoluter Liebling wird immer bleiben. Mira, falls du zuguckst, ich glaube nicht, aber Honey Pilgrim, du hast mich damals 2010 inspiriert anzufangen und ich liebe es immer noch, deine Videos zu gucken. Wir kriegen wieder etwas Leben. Und ja, ich weiß, ich habe keine tolle Stimme. Ich sollte vielleicht aufhören, dazwischen immer wieder zu singen. Aber I like it. Yes. Ein bisschen Farbe, ja. Ich ziehe den auch immer so ein bisschen mit runter noch an meinem Hals, weil meistens hat man einfach unterschiedliche Hauttöne. Und anstatt mein, also ich bin meistens heller hier als im Gesicht und anstatt mein Gesicht aufzuhellen und es meinem Hals anzupassen, passe ich lieber meinen Hals meinem Gesicht an. Klingt logisch, oder? Jetzt nehme ich wieder ein bisschen was von diesem RCM Egg Puder. Und bake ein bisschen unter meiner Kontur, damit es sieht einfach sauberer aus. Seht ihr, da ist jetzt ein mega Verlauf hier nach unten, der darf nicht sein. So, da nehme ich so ein Schwämmchen, nicht den nassen gerade, den ich habe, dann versorge ich mir den wieder. Und so. Ich habe vergessen, meine Nase zu konturieren. Wie konnte ich nur... Einfach nur so ein bisschen grob, nicht viel. Nicht so präzise, ehrlich gesagt. Muss jetzt nicht sein. Mir ging es eher eigentlich jetzt darum, ein bisschen mit euch zu quatschen und nebenbei doch was zu tun, was Sinnvolles. Ein bisschen schminken, dann habt ihr auch was davon. Was die Öhrchen und was für die Augen. Ja, ja. Ach ja, was meint ihr? Glaubt ihr, ich krieg das noch hin mit YouTube? Seid ehrlich, schreibt das mal in die Kommentare. Oder ist der Zug bei mir jetzt abgelaufen, wo ihr dann sagt, also Mädels, sei mal ruhig, ich kann ja gar nicht mehr hören. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Klar, das ist jetzt das erste Video von mir. Ich werde mich noch ändern im Laufe der Zeit wahrscheinlich. Einfach die Art, wie ich dann in Videos quatsche und so. Oder findet ihr, dass ich immer noch wie früher bin? Ich weiß es nicht, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Na, reicht auch mit der Kontur hier, ne? Dann kannst du auch übertragen. So, und dann das Ganze dann auch nochmal ein bisschen ausbessern. Und natürlich voll sauen selber. Das bröselt immer runter. Erzählt mal, wie findet ihr es? Ist es okay? Soll ich wieder zurückkommen? Soll ich nicht wieder zurückkommen? Was möchtet ihr sehen in Zukunft? Erzählt her mit Input. Becca ist Skin Perfecta in Champagne Pop, unsere Jacqueline. Dann nehme ich noch so ein Pinselchen für. Das ist mein absolut liebster Teil vom Schminken. Den Highlighter auftragen. I love it, love it, love it. Und ich trage den bei mir persönlich ganz gerne mit auf die Apfelbäckchen auf. Also ich mache das jetzt nicht unbedingt bei meinen Kunden, aber nur wenn sie es wollen oder ich sehe, dass es zum Typ passt. Aber ich trage es bei mir sehr gerne so auf. Ooh, do you see my glow? Yes. Und dann auch ganz kleines bisschen hier entlang und auf die Stirn mit, auf die Schläfen. So. Was wollt ihr denn eigentlich für Tutorials sehen? Ich habe so überlegt, was Tutorials angeht, ich meine, die ganzen Tutorials, die jetzt momentan im Laufe, also im Umlauf sind, sind ja wirklich toll, ne? Also was die für Skills drauf haben, also für Fähigkeiten, ist bewundernswert. Kann ich euch auch liefern, die ganzen Cut Creases und was alles dazugehört. Aber seid doch mal ehrlich, das ist nicht wirklich alltagstauglich, oder? Irgendwie sind diese ganzen Alltagslooks weg. Wo sind die? Wo sind die Everyday Looks? Die sind gar nicht mehr da.
die hauen wirklich so richtig Kunstwerke raus, wo ich dann denke, so, sieht toll aus und so, aber wann soll ich denn das tragen? Ich trage das mal vielleicht einmal im Monat oder so, wenn ich mal irgendwo eingeladen bin, dann auf. Aber in meinem Alltag, wenn ihr ins Büro geht oder was weiß ich, dann könnt ihr mich einfach nicht so viel aufklatschen. Da habe ich mir überlegt, klar, ich werde auch solche Looks schminken, aber was haltet ihr davon, wenn ich ganz viele bewusst Everyday-Looks, also Alltagslooks schminke, die aber was hermachen? Also wie dieser hier, den ich jetzt gleich schminke, der ist super easy. Und da war die nächste Unterbrechung meiner Kamera. Danke dafür, für diese Unterstützung. Nicht. Naja, wo wir stehen geblieben, Highlighter ist drauf. Blush. Und zwar so ein nudefarbener von Sleek. Ich kombiniere den hier am liebsten mit einem von Milani. Der ist schön neutral. Milani Luminoso oder so, oder wie das heißt. Der wird nochmal direkt auf die Äpfelbäckchen gegeben. Ja. Und zwar, ich schminke nämlich momentan, also seit jetzt einem Jahr oder so, mich selber ganz gerne einfach mal so. Früher war ich voll die Drama Queen tagtäglich, aber die kommt bestimmt mit der Zeit wieder, wenn ich jetzt mit YouTube anfange. Aber es hat mir ganz gut gefallen, dass ich halt Looks geschminkt habe, die alltagstauglich waren, trotzdem fresh gemacht haben und das alles sehr schön aussah. Ich sehe gerade, ich bin da ganz pingelig, was diese Linie hier angeht. Die muss bei mir immer perfekt sein, deswegen wird sie jetzt nochmal nachgezogen. Was auch sehr gut hilft, ist nicht dieser typische Fischface. Das war zu viel Puder. Und zwar nur die untere Partie hier einzusaugen. Das ist viel besser. Macht man auch auf Fotos ganz gerne. Als kleiner Tipp. Dann sieht man immer so schön rank und schlank aus, was ich nicht bin. Also ein kleiner Trixi von mir. Genau. So, jetzt machen wir mit den Augen weiter. Da benutze ich im Grunde eigentlich nur diese beiden Produkte von NYX. NYX Lit Lingerie Palette. Die es auch im Sortiment bei DM gibt. Das ist die matte Version. Und dann gibt es die Lit Lingerie Items. Diese flüssig... ich wollte schon Eyeliner sagen. Diese flüssig Lidschatten. Das ist alles, was wir brauchen. Ist egal, wir machen jetzt schnell weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Der hellste Ton. Außere Augenwinkel, innere Augenwinkel. Aber wisst ihr was? Ich wechsle mal eben meinen Pinsel und nehme dafür den 221er von MAC. Und innere Augenwinkel hier nach oben hin verblenden. Ihr müsst nicht so perfekt sein, sag ich euch. Ich nehme jetzt noch einen 217er. Und nimm noch mal ein bisschen was von der Farbe. Gib das noch mal in den äußeren und inneren Augenwinkel. Ein bisschen intensiver. Mit der flachen Seite am besten. Dann könnt ihr es auch gleichzeitig verblenden. So, dann gibt es einen etwas dunkleren Ton. Den hier. Dann nehme ich den. Auch mit der flachen Seite. Und gebe den auch auf dem äußeren Winkel auf. Und verblenden. Ich hoffe, ich kriege das jetzt durch, dass die Kamera nicht ausgeht, ey. Und es ist auch nicht mehr verbunden mit meinem Tablet. Also ich sehe nicht so wirklich, ob ich alles gerade richtig mache oder nicht. Ein kleines bisschen von diesem dunklen Ton hier. Also nur wirklich ein kleines bisschen nur, ne? Das Gesicht immer schön dabei verziehen. Jetzt sieht immer so bescheuert aus. Den inneren. Am besten guckt ihr da dabei zur Seite. Weil dann ist die Augenfläche frei. Dann lässt sich das ein bisschen besser verblenden, finde ich. Na, immer da, wo ihr gerade im inneren Augenwinkel seid, dann nach außen gucken. Ei, das sieht, glaube ich, gerade voll brutal aus. So, ne? Cremelichtschatten. Tupfe ich am besten mit dem Finger
in die Mitte des Auges auf, also Augenlides, da wo ihr quasi keinen Lidschatten drauf gemacht habt. Und verblendet das mit den Fingern. Nehmt vielleicht nochmal einen sauberen Finger. Ah, da habe ich zu viel drauf gemacht. Ist ein richtig gut. Also es ist, ich habe mehrere von denen, habe bis jetzt aber immer nur diese Farbe benutzt. Die anderen habe ich noch gar nicht aufgemacht. Müssen wir mal gucken, wie die anderen Farben dann auch noch sind. Und ich werde keinen Eyeliner benutzen. Habe ich die meiste Zeit über auch nicht gemacht. Also wenn ich keine Lashes habe, muss ich auch keinen Eyeliner benutzen. Also jetzt für mich, ne? Urban Decay Whiskey. So, ja, also es steht so etliches bevor, ne? Also, hab mir so was vorgenommen hier auf YouTube. Bin ja mal gespannt, wie das so ankommt. Seht ihr, das macht nochmal so einen schönen Wow-Effekt auf diesen Creme-Lidschatten und settet das Ganze dann nochmal richtig gut. Dann mit dem kleinen Finger nochmal hier in den inneren Augenwinkel zum Highlighten. Und nimm mir da diesen warmen Ton. Ach, wisst ihr, was ganz schlimm ist mit Kontaktlinsen? Dass sich immer alles da drauf absetzt. Und dann kann man schon gar nichts mehr sehen. Oder ist man halb am Erblinden? Funny faces hier, muss ich sagen. Haha. Genau. Wisst ihr aber, was passiert ist in den letzten Jahren auf Instagram? Ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist. Deswegen habe ich auch immer weniger gepostet. Haltet euch mal fest. Desto öfter ich ein Foto gepostet habe, desto mehr Follower habe ich verloren. Und das wurde mir irgendwie nicht klar, warum das so ist. Dann habe ich dann irgendwann aufgehört zu posten, dann stiegen wieder die Followerzahl. Dann habe ich wieder angefangen zu posten und schon haben mich viele entfollowed, sage ich einfach mal. Und das habe ich nicht so ganz verstanden. Warum ist das, warum das so ist? Jetzt den dunklen Ton noch ein bisschen. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich hoffe, dass das nicht jetzt bei YouTube genauso, ne? Das wär's, ne? Wenn ich dann Videos poste und immer weniger Subscriber da. Dann bin ich am Ende Mutterseelen allein auf diesem Kanal. Die Tusche aufgetragen. Hier, das ist meine Lieblingsmascara, von der ich erzählt habe. Die Paradise Ecstatic von L'Oreal. Die macht dann so schön großen Volumen. Groß, viel Volumen. Mhm. Aber man kann sich leider auch sehr schnell damit einsaugen. Und dann den Rest habe ich euch unten in die Infobox geschrieben. Damit wir hier zum Schluss kommen langsam. Ja, ich bin ja so mega gespannt, ne, was ihr jetzt zu dem Video sagen würdet. Denn ich weiß selber nicht, was ich davon halten soll. Ich werde gleich mal sehen. Boldly Bare by MAC. Und dann nehme ich eine meiner liebsten Farben von Dose of Colors, Truffle. Das trage ich mir jetzt auf. Dose of Colors haben sowieso die besten Liquid Lipsticks, meiner Meinung nach. Wobei ich sagen muss, von Huda Beauty habe ich noch keins. Und die sollen ja auch gut sein, ne? Daher, ich mag es nicht, wenn die so austrocknen sind. Und die hier von Dose of Colors sind absolut nicht austrocknend. Wobei die dunklen Farben ein bisschen fleckig werden. Aber Truffle ist eine meiner liebsten Nude-Töne. Ja, und dann sind wir eigentlich so gut durch. Ich bin ja echt mal auf eure Feedback gespannt. Ich danke euch wirklich vom ganzen Herzen, dass ihr zugeguckt habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich würde mich echt über Kommentare freuen. Oder wenn ihr das Video mögt, vielleicht liken und am besten mich abonnieren. Da kommen auf jeden Fall noch ganz viele Videos. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall. Habe ich irgendwas vergessen? Nicht, dass ich wüsste. Eigentlich nicht. Sollen wir gucken, wie die Haare jetzt mitmachen? Eigentlich gar nicht mehr, ne? Das war's dann. Ja. Das war's mit den schönen glatten Haaren. Naja, wir drehen auf das Intro. Bis dann, meine Lieben.